Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit der Better Vanilla Mod. Moin Leute, wie geht's euch? Ah, sweet, sweet sound of morning. Wunderbar. Wir warten, bis Rack aufmacht. Ja, was ist über Nacht passiert? Ich habe mich auskuriert, meine Frakturen sind geheilt. Ich habe eine Nagelpistole Stufe 6 gebaut. Die hat auch nur 96 Stahl gekostet. Ist ja gar nichts. Wir können noch nicht mal Stahl produzieren. Wir haben noch nicht mal einen Bellow oder einen Amboss. Wieso eigentlich nicht? Wieso habe ich eigentlich keinen Amboss gemacht? Wieso kann ich keinen Amboss craften? Oh, es fehlt das Eisen. Okay. Also, was steht heute an? Wie gesagt, mal Rack besuchen, Stufe 4 Quest noch machen. Was ist das denn da? Wusste ich gar nicht, dass da was leuchtet, flackert. Das ist das Zeichen, die Aufnahme läuft. Wunderbar. Und mir wird gerade auf dem Tablet ein eigenes Video empfohlen, was ich schauen soll. Bankraub bei Nacht, das werde ich auch gleich nochmal machen. Solltet ihr auch machen. Also, könnt ihr. Ist ja alles kann, kein Muss. So, und ich habe mir ganz viele Baublöcke gemacht, denn ich will irgendwie doch mal eine eigene Base noch bauen. Was haltet ihr davon? Ich weiß nur nicht wo. Hier auf dem Feld einfach eine Base mal hinstellen. Deswegen auch die Nagelpistole. Moment mal, waren da eben gerade Kartoffeln? Tatsächlich. Okay, die kriege ich dann da raus. Drei. Okay. Oh, hier hinten haben wir einen Big Boy. Den möchte ich gerne vermöbeln. Na, Big Boy. Arnold. Wunderbar. So, das war's wert. Einundzwanzig Fleisch. Blöde Scheiße. Das kriegt man dann aus den Bären raus, bitte. Also nicht, dass ich scharf drauf bin, Bären zu begegnen. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Ach du. Na komm mal her, Erik. Wow, das war's. Ein Schlachen ist weg vom Fenster. Oh, Hühnchen. Naja, jetzt müssen wir noch mal Fleisch wegbringen. Aber hey. Hat immer noch nicht auf. Ich höre schon wieder jemanden klopfen. Das ist die Nachbarin? Wo ist sie denn? Hä? Ich höre dich doch. Da, die Nachbarin. Wollte sich ein bisschen Milch ausleihen. Ausleihen vor allen Dingen. Okay. Ja, Leute. Rack hat gleich geöffnet. Haben wir noch Benzin drin? Wenn wir unterwegs einen geeigneten Bauplatz finden. Wow.
Können wir da ja auch noch mal anfangen? Oder ich guck mal eben auf die Karte. Oh, hier ist auf jeden Fall Eisenvorkommen. Ist hier oben auch noch Eisen? Hey. Hier ist wohl das dichteste, ne? So, Rack, jetzt mach auf. Müssen heute auf jeden Fall noch fett Eisen kloppen. Mist, jetzt habe ich den Felsen zertrümmert, aber nicht mit. Shit. Das war Tiet Jong. Right. Sehe ich ganz genau so. Abholen, säubern, abholen, säubern. Look, Blockhead, I'll give you work, but you better not disappoint. Ach, halt die Schnauze. You'll find yourself on the wrong end of a rope. Aha. Rack, du hast auf jeden Fall Besuch, aber das ist dein Problem. Nicht meins. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? In die Richtung wieder. Eigentlich müsste ich seine Tore offen lassen, damit die Zombies da auch rein können. Holy fuckballs. Das ist ein Riesengebäude. Holy shit. Na gut. Packen wir es an. Wird viel zu tun. Moin, Erik. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da, gleich wieder 2% verloren. Wunderbar. Oh, ich hab's befürchtet, dieses Ding. Oh, shit. Oh, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Hab ein bisschen Schiss davor. Alter, wo sollen wir denn hier anfangen und wo aufhören? Sag bloß, ich muss da irgendwo rüberklettern nachher. Oh Mann. Magnum-Muni ist ja schön und gut. Naja, packen wir es. So ist von außen. Nix, da ist auch nix. Jetzt chillt sein Live. Oh. Oh, Pflastersteine, das ist gut. Die können wir gebrauchen. Und ein Kopf bei der Arbeit, der schläft. Au! Und Melztiegel freigeschaltet. Leute. Endlich. Die ganzen Stühle nehmen wir natürlich mal mit. Auch das Pischiwasser. Ups.
beschert. Tasche, ein paar Stinkstiefel. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. 17 ist 15. Tatsächlich, dann sperren wir mal die 15. So, genug Selbstgespräche geführt. Achso, das wäre hier der Anfang. War ich hier eigentlich drin? Nö. Noch mehr Papier. Guck mal an. Guck mal an, da war ich gar nicht drin. So, aber hier war doch irgendwo was. Da, Feuer. Wie krieg ich dich aus? So nicht. Was bist du denn? Muss ich da oben irgendwie hinkommen? Ah, alles klar. Gangster. Oh shit. Bisschen wilder. Oh, das hat gesessen. Oh, jetzt habe ich, die Küchenverbände nicht mit. Mit Generatoren haben wir nichts zu tun. Oh. Ja, da kommt zu Papa. Was haust du denn dagegen? Du hast doch gar nicht zur Quest. Fuck, hab mich erschrocken. Da vibriert meine Pulsuhr. Holy shit. Oh oh. Doggies. Robotik haben wir freigeschaltet, ne, siehst du.
Hier ist so ein Lichtlein. Wo führt das denn hin? Ach du Scheiße, ich hab's ja gefürchtet. Ach so. Oh mein Gott. Irgendwo hier, 4 Meter entfernt sind die Vorräte. Sein. Wie kann man jetzt an Essen denken? Krieg ich nicht. Krieg ich nicht. Vorräte. Na komm. Oh. Gut. Das ist gut. So, wo muss ich lang? Die Vorräte. Wir haben die Vorräte. Ich habe Hunger, dann zieht mir jetzt halt ein Bauernfrühstück rein, spüle das mit einer Tasse Kaffee runter. So. Hätte ja klappen können. Maschinenpistolen. Geschützturm freigeschaltet. Ja, nice. Steroids!
Ich höre doch flattern. Da. Scheiße. Oh, fuck. Was ist denn dieser verfluchte Vogel? Gut, dass ich Honig mitgenommen habe. Wir schöpfen, wir haben keine Vitamine mit. So ein Dreck. Ja, das ist auf jeden Fall der Main Loot, ne? Also gibt es hier bestimmt auch noch mehr Zombies. Oh, wow. Zurück zum Händler. Quest geschafft, Leute. Geil. Wir hätten gerne ein paar Vitamine drin sein können. Aber egal, haben wir zu Hause jede Menge. Oh Mist, ich habe einen Augenschmaus mit. Fertige Robotik geschützt und hat. Okay. Robotik Hammer Qualität 3. Mit dem ersten. Ach, nein. Oh, immerhin mal ein bisschen 7-6 Womuni. What Helm? Jo, haben wir es geschafft, Leute. Haha. Ach, nein. Wie komme ich jetzt hier wieder heile runter? Oh. Uff. Fuck. Hol ich gar nicht rein. Fehlt mir Spike. Da hinten. Ah. Okay, absolut. Oh. Ja, Moment mal. Das können wir ja nicht so stehen lassen, Leute. Das müssen wir ja versuchen auch noch mitzunehmen. In der Hoffnung, dass da noch 7-6 Womuni drin ist. Komm schon, 7-6-2. Naja. Naja. Und wie fandet ihr die Quest? Fand es mal interessant. Das Gebäude kannte ich ja gar nicht.
Das war auf jeden Fall doch mal lustig. So, Rekt, ich erwarte eine monstermäßige Belohnung für den Scheiß. Ich sehe nichts. Congratulations. Here's your reward, sucker. Ein Junkie. A sale is a sale, even if it's to a scumbag like you. Können wir uns ja schon mal die nächste Quest abholen. I'm gonna make you an offer you can't refuse. NFT Downtown HQ. Let's get one thing straight. You're not working with me, you're working for me. So, hier ist noch ein Augenschmaus drin. Oh, noch ein Felszapfen. Stimmt, ich wollte ja noch Eisen holen. Das machen wir auch noch. Aber in der nächsten Folge, liebe Leute, denn die Zeit für diese Folge ist leider rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, über einen Kommentar oder über ein Abo. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Stufe 4 Quest wartet, bisschen Eisen holen und endlich mal eine eigene Base bauen. Und ich werde jetzt erstmal noch meinen Scheiß sortieren. Gut, also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.